Die erste Weihnachtsbescherung in diesem Jahr gab es jetzt im Studio von Antenne Vorarlberg. Aus den Händen von Programmchef Dirk Lee und Armin Schneider von der Österreichischen Nationalbank haben 40 glückliche Gewinner ihr Weihnachtsgeld pünktlich für die letzten Einkäufe erhalten. Antenne Vorarlberg hatte zusammen mit der Österreichischen Nationalbank ein dickes Bündel druckfrischer 100-Euro-Scheine an seine Hörer verschenkt. Insgesamt waren es 4.000 Euro Weihnachtsgeld für 40 Hörer. Ist natürlich ganz toll. Gerade jetzt vor Weihnachten ist es doppelt schön, wenn man nachher mal 100 Euro dazu gewinnt und was man ausgehen kann, oder? Pläne habe ich. Ich habe gedacht, die Enkel kriegen etwas davon, weil die möchten ja Skifahren gehen, oder? Und kriegen sie was zur Karte dazu, oder? Und das andere, was übrig bleibt, das verwende ich für mich. Also als erstes würden wir ein neues Handy kaufen. Schauen wir so, Vodafone oder... Schauen wir mal. Und mit dem restlichen Geld mal was anderes. Für dich der Parfum noch, für die Freundin und dann schauen wir noch. Ich weiß es auch noch nicht. Einfach ein kleines Sparen, oder? Aber das ist mein erster. Danke!